Ein neuer Mond geht auf. Bitches. Was sagst du zu Fortnite zurzeit? Richtig geil. Also die Leute, also die von Entwicklersicht finde ich das übelst insane, was die machen. Also auch mit solchen kleinen Geheimnissen in-game und so. Content-lieferungsmäßig sind die halt insane. Also das machen die richtig. Das Einzige, was mich halt insane stört, weshalb ich das quasi kaum noch spiele oder wenn dann nur bei Baal oder sowas, ist also kein Ranked-System, also keine Elo. Das ist halt super bad, weil ich bin ja eine sogenannte Kartoffel. Und ich möchte gern mit anderen Kartoffeln Fortnite spielen. Und da gibt es halt solche krassen Unterschiede zwischen einigen Spielern. Und vor kurzem war ja hier auch Trimax bei uns, meine Leute. Ne? Ich habe auch mit ihm so ein bisschen drüber gequatscht und der sagt auch, der gewinnt auch keine Runde mehr so. Oh, das ist Rumble Jungle. Das ist auch nicht schlecht. So, was haben wir denn eigentlich? Wir haben Kane Jungle. Ah, Dark Harvest, Leute. Einem Szenario. Hier aus einem wundervollen Traum. Ja, das war etwas langsam. Bye. Seht ihr das? Das sind die Plays. Plays ohne Assists. Aber ging doch ganz gut. Oder? Würde ich sagen. Barrier for the win. Geil. Jetzt habe ich sie sogar noch reingepusht. Jetzt gehen wir Base. Shebaited. Ja, schwierig. Ich hätte gern beide Assists gehabt. Aber ich denke, Rumble 2 Kills zu geben, ist absolut busted. Die Synchronstimme von Diana ist dieselbe wie die Mutter von Malcolm mittendrin. Ich weiß, also Malcolm mittendrin, die Mutter war insane. Let's try. Ich habe keinen Mana, um ihn abzubrechen. Ich habe einfach legit keinen Mana. Oh, GG. Ich habe es mir aufgespart, das E. Ein Cooldown zumindest. Das war schlecht von mir. Ich habe zu schnell gepanickt. Das hätte ich halt fünfmal geschafft. So. Das war einfach legit schlecht. Die Frage ist, bin ich asozial in GMR-Boots? Das sinkt natürlich die One-Shot-Gefahr übelst, oder? Aber der will fighten, ne? Problem ist halt, ich bin da nicht so geil. Ich komm nicht rüber, ich komm. Ah, ist ja. Er braucht mich nicht mal, er macht halt so lächerlich viel Schaden. Scheiße, war nicht getroffen. Kann ich hin. Oh, ist auch ein bisschen zu früh. So viel besser spielen können in ungefähr 100 Millionen Aspekten. Barrier Bait wäre übel gut gewesen. Ja. Ich hätte die richtig, richtig geil in unserem Turret genutzt. Scheiße. Oh shit, das war einer zu viel, ne? Und leider einer zu vier, mein Lieber. Nee, Fucker. Ja, das ist nicht so geil. Aber leider mache ich auch einfach mal übelsten Damage, wenn mein Q trifft. Ja, die machen ja so viel Schaden, dass glaube ich nicht mehr viel ausmacht, oder?
Auch der Mond geht auf, Bitches. Könnt so gut scheißen, das ist so doof. Ich glaube, hier ist sogar echt legit besser, wenn ich auf den Kill gehe. Aber Diana hat keine Escapes da. Tschüss. Oh, shit. Oh, der ist low. Der ist low, der war schon... Oh, shit. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Ja, diesmal habe ich mir nichts getötet. Aber das war... Ich wollte die 2... Also ich muss das quasi tauschen, ne? Ich muss so machen. Die 2 ist der Slow. Die 1 ist der Slow. Hello there. General Kenobi. Oh shit. Der Moment, wo einfach Kane noch dazukommt, ist einfach leider. Das ist ein bisschen Burst. Almost. Holy shit. Das war aber halt, das waren halt 0,8 Sekunden. Ich muss dazu sagen, 31 Jahre alt. 0,8 Sekunden schaffe ich nicht. Ich glaube, mein W habe ich geschafft. Aber der Finger hat ein bisschen gebraucht, um auf die 1 zu wandern. Ich muss nur auf die aufpassen. Keine Dagger heißt, Fiora nutzt alles. So. Ich muss auch dazu sagen, dass Katharina hier doch ein bisschen Damage macht.